Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil Rainbow Six Siege. Situation. Heute spielen wir 07 Zellen neutralisieren. Eliminiere die Terrorzelle. Ziele, schließe die Situation mit mindestens 50 an verbleibenden Gesundheit ab. Schließe die Situation unter 5 Minuten ab. Zerstöre 5 feindliche Nitro-Handys. Ja. Normal. Let's go. Du hast die Einsatzfreigabe, ein hochrangiges Ziel auf amerikanischem Boden zu eliminieren. Diese Gruppe ist gut ausgebildet, gut finanziert und hat Zugang zu Militärwaffen. Sie sind fanatisch und scheren sich nicht um ihre körperliche Unversehrtheit. Sie haben das Gebiet schwer befestigt mit Fallen und Sprengstoff, um jede Spur zu ihrer Organisation zu zerstören. In dieser Situation wird IQ eingesetzt. Sie spürt elektronische Signale mit dem Elektronikscanner MK3 Phantom auf. Alle Feinde eliminieren. Ja, und so beginnt's. Ja, Leute, jetzt spielen wir mal mit IQ. Rainbow Six Siege. Ja, probieren wir das aus. Ja, Leute, ich wollte heute mit euch über... Moment, wo haben wir es? Da oben. Ach ja. Ja, ich wollte heute mit euch über Rainbow Six, über das neue Rainbow Six Siege Update reden. Also, was ich negativ finde, habe ich heute bemerkt, als ich gezockt habe. Da war das bei diesem Operator Bandit, also Bandit. Der hatte nicht mehr so viele Stacheldrähte wie früher. Der hat einfach mal jetzt nur noch zwei Stacheldrähte. Die Truppen wurden einfach geschwächt, alle und sowas. Halt. Das war nicht, also für, wie ich finde, gar nicht gut, aber besser für die Gegner natürlich. Und wo seid ihr? Wohin raus? Oh, das war's. Ja, ich wollte nur die negativen Sachen bereden halt. Also nur diese ein, das was mir aufgefallen ist heute. Spielen des neuen Updates, das nur 600 MB groß ist. Ja, dann. Weiter geht's mit dem Geschehen von der Situation. Ich glaube, die Aufgabe mit Zerstör 5 feindliche Nitro-Handys habe ich jetzt gemeistert. Stern braucht man eh nicht. Oh. Und wo kam das her? Oh. Ich höre was, ich höre was. Nein. Komm mir nicht in die Quere. Böse.
Bist du? Wo bist du? Und Leute, eine wichtige Frage an. Ja, meine kleine Community. Wisst ihr zufälligerweise, ob es, oder mal an Ubisoft so eine Frage, wird es in Zukunft noch ein DLC geben für den Situationsmodus, also dass er erweitert wird? Die Feinde sind übrig. Oh. Wo ist der Letzte? Letzter, wo bist du? Gott, Hilfe. Wo bist du? Hilfe. Oh mein Gott. Fertig. Ja, auf jeden Fall. Diese Frage könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren beantworten, Leute. Wird es in Zukunft, oder könnt ihr mal Ubisoft fragen, wird es in Zukunft... Oh, Ziel erreicht. Alle. Cool. Wird es in Zukunft auf... Ja, diese Frage beantwortet ihr jetzt mal. Wird es in Zukunft ein DLC geben zu diesen Situations, ob der noch erweitert wird oder das schon fertig ist und leider kein Update mehr kommt? Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.